Ja, holla! Willkommen zurück zu Let's Play Stranger of Paradise. Ich habe mir einen kurzen Überblick verschafft, weil die letzte Aufnahme ist ewig her. Wir haben eine Nebenmission im Freudenhaus des Meerestempels übrig. Und zwar die azurblauen Echos Zweifel, die aus irgendwelchen Gründen vor der Stärkekammer kommen, die ja ein bisschen früher dran gewesen ist. Es wird auch nicht viel früher. Sophia, die Brecherin. Oh, da brechen neue Zeiten für sie an. Hier liegen die Erinnerungen einer verlorenen Seele, einer Fremden, die im Meerestempel umkam. Sie stand vor dem Wasserkristall, für dessen Wiederherstellung so viele gebetet hatten. Sie hatte ihre Zweifel, war es doch ihre Aufgabe, Chaos zu besiegen und nicht, sie mit Kristallen abzugeben. Und doch stand sie dann da, um von den Gebeten der Menschen berührt, und sie musste handeln. Blablabla. Weil sie war keine Beamtin und wurde dafür bezahlt. An diesem Tag wurden jedoch weder Wünsche erfüllt noch Gebete erhört. Wir sind doch nicht der Weihnachtsmann. Während sie nichtsahnend in Gedanken versunken war, schlichen sich Monster an und löschten binnen eines kurzen Moments ihr Leben aus. Jetzt treibt sich der Geist der Fremden hier herum und wird von Hass auf die Monster verzehrt, die sie umbrachten. Sie leidet in der verzweifelten Hoffnung, dass sie jemand von den Fesseln ihrer Reue befreit. Da wir im Durchtrennen von... Da wir im Durchtrennen von Reuefesseln geübt sind mittlerweile, das haben wir jetzt nicht zum ersten Mal gemacht, schwingen wir als König Jekkus unser Excalibur. Und das ist nicht der Name seines extremen polierten Peniskopfes. So, ich habe, ja, ich glaube, das, wie gesagt, es ist ein Weilchen her, irgendwann einmal irgendeinen Job voll gemacht und jetzt ist... Moment, wieso steht da... Ach so, ich habe gerade diesen Grafikfehler. Der Marker war so in der Ecke verwurstelt, da habe ich gedacht, ist die Auflösung falsch. Hallo, Seeteufel. Nom 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 nom. Kommt natürlich nicht zu mir. Huah, au. Huah, Stax, das ist die Schwarte Kraft. Ich liebe meine Dusche am Morgen. Hey, Soldator. Geht zurück nach Final Fantasy 7, da brauchen sie Soldaten. Warum bin ich so schnell? Achso, ich habe lange nicht mehr gespielt, ja? What? Ich sterb doch. Oh, easy. Easy every time. So, jetzt hau ich hier mal was drauf auf die Schwarten. Lassen wir sie nicht weiter warten. Ups. Eigentlich hatte ich vorgehabt, was zu blocken, aber lieber tun wir rocken. So. Les Soldats. Mord! Spaß! Spannung! Wow, ich hab gerade gar nicht mehr geschlagen. Ich sehe, auch an Excalibur durchdringt die Blockungen, die uns hier blocken, nicht so ohne weiteres. Drum komm ich von hinten. Ja. Ja, das macht. Die nächste Hauptmission ist Stufe 100, wollte ich nur mal gesagt haben. Und das ist die einzige Mission, die etwas höher geleveliger ist als das, wo wir gerade hergekommen sind. Oder nicht gerade, aber vor der Wahl. Oh, Feuerlöscher. Wir Feuerlöcher. Ja, vor allem, wenn man durstig ist. What? Nope, du kannst explodieren. Ich bin gefeit. Na, mal nicht vergeilt. Wo ist die? Nein, ich brauche keine Felswand. Wir haben hier genug Stahl. Na gut, ist das doch Beton. Vielleicht ist es Stahlbeton. Ich liege nur halb falsch. Apropos halb falsch. Warum bin ich hier hochgelaufen? Weil es hier... Gab es hier sonst? Ich hatte irgendwie den Eindruck, es gäbe hier eventuell Möglichkeiten, auch sich anderweitig in andere Richtungen fortzubewegen. Aber vielleicht haben sie mir das erspart, weil sie gesagt haben, oh, der Olle... Der verläuft sich andauernd. Jo. So. Jo, mach mal. What? Ich bin überhaupt nicht fast tot. Halt! Nose! Oh. Ich habe keine Ahnung mehr, was für Skills ich habe. Habe ich es vorher ausprobiert? Nein, wozu? I'm learning by doing. Ich werde vom Gegner gedoinkt. Butter doink. Warum sollte er uns fürchten?
Wir haben uns doch nicht vorgestellt. Als Anwälte, die wir sind. Was? Ja, das ist gut. Stufe 94 Ausrüstung ist vielleicht etwas, was ich brauchen können würde. Unbedingt. So, Moment. Lass mal kurz gucken. Also, wir müssen eigentlich nach da. Da kommen wir noch nicht hin. Sondern es ist eine Schatztruhe. Wie komme ich jetzt zur Schatztruhe? Look here. Ja. Moment, da oben geht's. Lang? Vielleicht kann man da runterspringen, oder? Ich kann aber auch erstmal hier reingehen, ne? Ja, das sieht nach einer sicheren Beute. Hab ich noch meine Schlüssel? Die haben gesagt, scheiße, es bringt nichts, unsere Schlüssel dem Personal anzuvertrauen, weil die verlieren die immer, wenn sie geschlagen werden. Jetzt machen wir die Türen mal so richtig dicht. Wo geht denn das lang? Oh. Geht das auch richtig dicht? Jetzt, okay. Leute, wir hätten unsere Schlüsselkarten doch nicht direkt recyceln sollen, nachdem wir aus dem Dings hier raus sind. Ich hab... keine Ahnung, aber hey, wir haben eine Schatztruhe. Vielleicht ist die Mission auch wieder, wir müssen irgendwie diese Lanze finden. Ich habe nicht auf die Missionsbeschreibung geachtet, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ich habe mich schon wieder vergessen. Ach, okay. Das war hier. Das bedeutet also, wenn wir hier unten lang gehen, dann könnten wir vielleicht an die Schatztruhe kommen. Ein Mob wird kommen. Beim letzten Mal haben wir hier auch Schlüsselkarte gefunden. Aber ich glaube, es war die schwarze. Ursächlicherweise. Hm. Okay. Was ist... Los, kommt Leute! Keine Müdigkeit vortäuschen! Au! Ich habe nichts gemacht! Ich bin völlig... Ich sehe vor lauter Bomben kein Bomben. Kannst du aufstehen? Danke. Kannst du mal irgendwas anvisieren, was irgendwie vor mir steht? Das wäre super toll! So, jetzt habe ich ihnen Angst gemacht, hoffe ich. Okay. Warum bin ich immer das Arschloch, was von allen gefickt wird hier? Ich hab mich schon out of control. Ja, genau. Alles auf mich. Alles auf mich. Wir kämpfen gerade gegen... Aber der Arsch, der kriegt sie hinten rein. Hinten rein. Sehr gut. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Gam. Ja, mach Gott an. Sehr gut. Ich habe was nehmen dürfen. Das ist schön. Kannst du aufhören, Scheiße zu machen? Ah, okay. Ein Fernkampfangreifer weg. So. Was? Ja. Kannst du es jetzt mal umbringen? Dankeschön. Da liegt noch ein umbringungswürdiges Element auf dem Fußboden. Sehr gut. Kannst du weg? Ich bin nicht so... Kannst du meine Leiche da mitnehmen? Hallo, Leiche? Du bist ein scheiß Elementar, das ich haue. Hör auf, dich zu wehren. Oh, das geht kaputt. Ja, das ist kaputt gegangen. Wundervoll. Der Pisco-Dämon ist auch so gut wie hinüber. 1, 2, kritisch, Bums. Das macht Rums. Okay, es müsste jetzt alles gewesen. Cool. Das ist praktisch. Wenn man nicht komplett von allem dauerhaft wegfokussiert wird, dann hat man sogar Chancen auf Überleben. Oh, cool. Ich wusste doch. Ich hab's mir gedacht. So, ist das hier für Weißes? Ja. Natürlich ist das hier für Weißes. Wir sind nämlich Rassisten! Was ist das da unten? Ach du Scheiße. Moment, ich bin Magier von Beruf. Auch wenn ich nicht unbedingt hier komme. Elektrische Aufladung. Das hat letztes Mal auch funktioniert. Das war jetzt irgendwie sehr unspektakulär. Deswegen mache ich erstmal das Ding hier auf. Ja, ich wollte schon sagen, ich müsste die doch noch haben, oder? Ja. Waren wir hier schon? No, Moment, wir kommen von hier, ne? Das heißt, wir müssen da unten Rabatz machen, damit wir weiterkommen, nehme ich an.
Ups. Ja, macht mal weiter hier. 1, 2, jetzt kommt der Feuerbömbel. Dann ist Nummer 1 schon kaplatt. Nimm was, danke. Danke, ich werde wieder wegfokussiert, das ist schön. Danke. Ja! Scheiße! So, die anderen sind glücklicherweise noch irgendwo da oben. Ja. Hier! Ich krieg euch alle um, ich mache alle fertig. Ja! Da, meine überragende Ausweichkunst ist gekommen. So. Danke. Trinken. Trinken. Seeteufel! Tot! Yeah! Seeteufel! Noch toter. Ich seh nix. Und... Schwarz! Vollzeit! Ein Qualminier. Und natürlich. Ich liebe es ja ungemein, dass du quasi... Boah, das... Komm. Ja, 2 draufgeböllert. Jetzt müssen die anderen nur hier... Ja, ich konnte gerade sehr viel tun. Das ist gut. Sind die anderen da? Okay. Adrenalinstoß. Jetzt... Du kannst nicht drauf reagieren. Also zumindest ich kann's nicht. Was für ein Dreck. Da liegt irgendwas rum und ich hätte es gern. Achso, was machst du? Weiß damit. Ich bin noch nicht. Ich bin fast wieder halb tot. Sehr schön. Oh, cool, das ist. Ich habe nicht gesehen, dass er sich umgedreht hat. Nein, nicht reinlaufen. Danke. Du hast wirklich null Zeit zu reagieren, wenn der Blaster kommt. Es ist so, oh ja, ja, ich kann nichts tun. Ich bin gerade zufällig. Ich bin über 40. Wow, bin ich froh, dass ich diese Technik gelernt habe. Oh. Keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach nur salty, dass meine Reaktionszeiten einfach scheiße sind. Mittlerweile. Und ich halt einfach gerne auch mal eine Kombo raushau und nicht immer, ich hau einmal zu und dann warte ich, bis du wieder was tust, damit ich auch reagieren kann. Im Sinne von, nicht in irgendeiner Schlaganimation gefangen bin, an deren Ende ich dann erst was tun darf. So ähnlich wie in... Wieso? Achso, okay, von der Seite aus. Woran erkennt man das? Achso, das, die Lampe ist auf der entsprechenden Seite, nehme ich an. Okay, ich hoffe, das lohnt sich. Ja, wenn du dich mal da vorstellst. Okay, es war auf jeden Fall nicht das Highwind... Keine Ahnung, ich habe jetzt, wie gesagt, nicht nachgeguckt, was das Ziel dieser Mission ist. War ich hier schon? Komm, also von hier aus kamen wir. Das war, was ist das, eine andere Karte? Nein, wir kommen hier durch. Ich glaube, ich habe es zu diesem Zeitpunkt aufgegeben. Let's take it. Tut mir leid, Stufe 90 ist irgendwie sehr, sehr billo mittlerweile. Komm ich von... Der Hafen ist komisch, ne? Die Lampe ist auf der Seite. Wobei, das hätte man auch ein kleines bisschen eindeutiger machen können. Also die ist echt sehr auf der Grenze. Sehr auf der Grenze. Auch zum Identifizieren, wo es... Wo es richtig ist. Ja, ich habe aufgegeben, alles finden zu wollen. Ja, zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ich habe Level-Ups gekriegt, ne? Das waren jetzt... Ich habe noch gar nichts gelevelt hier? Cool. So, was kriegen wir denn eigentlich am Ende? Todesschwelle und... Das ist also eine Endstufenklasse. Weil wir hier nichts mehr weiter kriegen. Ah, gehen wir mal den Weg, weil da gibt's was für die mächtige Bratpfannenklinge. Dunkelritter-Affinität nehme ich mit. Das verbessert Fertigkeiten von Schlott, genau. Da kriegen die Gegner dann schon das Schlottern. Verringert die MP-Kosten von Schwarzkunst auf 0, wenn du kurz vor dem Tod stehst. Gut. Macht der Klinge. Aber das ist nur fürs Cutter, ne? Aber das verwendet, also... Moment, verbessert die Fertigkeit von Slot? Senshin-Haltung. Ja, Senshin-Haltung nehme ich auch. So. Führe im Bereich vor dir einen Schlitzangriff aus. RB und RT. Was für die Axt? Verbessert Fähigkeiten von Slot. Den hinzugefügten physischen Schaden. Also ich nehme an, das verbessert nur dann die Fähigkeiten im Slot, wenn es eine Axt
Fertigkeit ist. Genauso wie das hier. Achso, nee, das ist RB und auf RT folgend. Ach doch, wohl, das auch. Okay, hab ich eben irgendwie falsch gelesen, interpretiert. Erhöht die dunkelritter Affinität. Erhöht an der Schwelle des Todes den zugefügten physischen Schaden. Erhöht den zugefügten Fertigkeitsschaden. Und verbessert vielleicht... Oh, RB, RB, RT. Das ist doch das, was ich, wo ich dieses Feuerschwert gerade draufgelegt habe. Und das ist nur Lanze und RT verringert den erlittenen Willensschaden. Okay, dann nehmen wir mal das hier. RB, RB, RT, Senshin-Haltung, verbessert... Hm? Da verstehe ich jetzt gerade den Zusammenhang nicht hundertprozentig. Also es ist eine Combo, die RB, RB, RT, diese Combo, die RB, RB, RT, Combo, aber sie verbessert in einem anderen Slot die Combo, nämlich RT, RT. Normalerweise ist entweder verbessert das folgende Combo in einem bestimmten Slot oder es ist eine Combo, aber nicht beides im Eins. Interessant. Führe einen Schlitzangriff nach oben aus, um dann nach vorne mit einem ausladenden Schlag mit großer Reichweite abzuschließen. Kann aber leider nur darauf gelegt werden, das bedeutet, es würde meine Feuerschweifschlag irgendwie wegnehmen. Still Gegner in der Nähe LP. Das ist, glaube ich, so ein Spezialmanöver, was ich auf... Ähnlich wie die Weihe, nehme ich an. Gucken wir uns also auch nochmal kurz das an, was wir hier haben. Okay, ah, Seelenschwert war es. Oh, wir haben mittlerweile auch eine Aura-Klinge. Wobei ich jetzt gerade schon nicht mehr weiß, was ich jetzt gerade geskillt habe, wenn ich ehrlich sein soll. Aber Aura-Klinge klingt ehrlicherweise auch gar nicht mal verkehrt, auch wenn ich ziemlich viele Punkte dafür brauche. Könnte über... Oder war es der Dreh? Ach, keine Ahnung. Aura-Klinge klingt gut, dann nehme ich das Seelenschwert hier hin. Und Vergeltung! Vergelt's Gott, guter Mann. Ja, das... Haben wir mal ein anderes Loadout, anderen Loadout. Das probieren wir mal. Okay, dann... geht das wohl hier weiter. Und so Folgen wie diese... Oder brauche ich eine andere? Nein. Ah, wir müssen also diese Karte kriegen, damit wir... ans Ende kommen. Ach, hier haben wir mal gegen den Sargin-Prinz gekämpft. Oh, mächtige Wurst. Our Bitch-Slap! Und Seelenschwert! Das Ding ist wirklich mächtig. Der Berghühne. Und jetzt Aura-Klinge! Boah, ey! Und ich habe noch nie die Signaturfähigkeit verwendet. War's das schon? Okay, wir mussten nur diese beiden Bastarde erledigen. Gut! Habe nicht das Gefühl, dass wir hiermit eine Folge fertig kriegen, aber schluppdiwupp, ich probier's einfach mal. Wir kriegen die High Wind und Sophia die Brecherin. Ich habe die... Ja, haben wir das? Das gucken wir uns mal kurz an in Le Job Menü. Nee, nicht in Le Job Menü, in Le Kampfeinstellungen. Und da bist du der Ninja, du bist die Sophia, gell? Genau. Du bist gerade... Ah, die Weise. Eigentlich mag ich sie als Magierin, oder eigentlich eher als Schwarzmagierin, bis jetzt am meisten, aber nun gut. Dann kriegt sie jetzt die Brecherfähigkeit. Dann schauen wir nochmal kurz in die nächste Hauptmission rein. Wenn ich herausgefunden habe, wo es ist, das war glaube ich hier. Wobei ich, nein, Moment, lasst mich nochmal ganz kurz in die Kampfeinstellungen, das war nicht die Taste. Das ist die Taste, ja. Okay, was haben wir hier? Großschwert des Helden. Ja, jede Stufe mehr ist eine Stufe mehr, würde ich sagen. Mal sehen, ob wir ja jetzt nicht mehr das böse rote Ausrufezeichen da haben. Nein, wir sind ja gewappnet, aber so richtig. Da gibt es richtig krasses Zeug. Okay. Im Turm sehen Jack und seine Verbündeten, wie Astos von einem Eisengiganten angegriffen wird. Nachdem sie ihn besiegt haben, stößt auch dieser schwarzen Nebel aus. Jack streckt ihm seinen dunklen Kristall entgegen, um den Nebel abzuwehren, doch der Kristall scheint nicht mehr zu wirken. Die fünf Krieger werden vom Nebel umgeben und erhaschen einen weiteren Blick in die Vergangenheit. Jack ist besorgt, versteht, dass sein Blick in die Vergangenheit bedeutet, dass der Kristall nicht mehr funktioniert. Doch was ihn noch mehr beunruhigt, ist seine Vergangenheit selbst. Je mehr er über sie erfährt, desto mehr Fragen tun sich auf. Was ist dieser weiße Raum und wo befindet er sich? Woher stammt er? Es drängt vergebens auf Antworten der Verbündeten. Unterdessen spricht Astos der Gruppe
Unterdessen spricht Astos der Gruppe, der es sein Leben verdankt, seinen aufrichtigen Dank aus. Er rät ihnen, zu dem plötzlich aufgetauchten Schloss zu gehen, ehe er abrupt verschwindet. Ohne Alternativen begeben sich Jack und seine Verbündeten zu dem Schaloss. Und zwar sofortos. Hof von Vigilia. Dieser zweiköpfige Wolkenkratzer beherbergte einst einen Kristall und verfügt somit über die nötige Technologie, um seine Macht zu kontrollieren. Mir wurde zugetragen, dass der Kristall in seiner Heimat Dimension 15 gestohlen wurde, wodurch das Reich in Finsternis gehüllt wurde. Welches Schicksal diesen Ort ereilte, kann ich nicht sagen. Doch anscheinend haben die Lufinianer einen Weg gefunden, perfekt bemessene Finsternispakete dorthin zu schicken. Ich nehme an, ihnen blieb keine andere Wahl, als ihre sonstigen, eher subtilen Methoden aufzugeben. Es ist also das Amazon des Bösen. Falls es jemals ein Amazon des Guten gab. Lufenia left this behind. Looks new. Maybe this is a gift. A tower filled with monsters? They have an odd sense of humor. Yeah, and some amazing tech to throw around. This is our fault. This must be our reward for purifying the crystals. Oh. What is it? That feeling's gone. My drive. My purpose. It's not there anymore. Ich bin jetzt Depressionspatient. Hof von Vigilia. Aber interessant, welche Obsession dieses Spiel mit Kopfbedeckung hat, die so eine Art Gesichtsmaske darstellen, möchte ich mal sagen. Tor des Verrats und der Erlösung. Ich erlöse euch jetzt erstmal von dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und ciao.